auf zum letzten Kapitel des Story-Modus in F-Zero GX. Kapitel 9, Finale. Die Schöpfer warten auf dich. Falcon könnte sich entspannen, hat er doch den ultimativen Gürtel des Champions in Händen. Aber, natürlich auf normal, dazu gleich eine Erklärung. Aber erstmal kommt es zum großen Showdown. Falcon. Look, I'm over here, Falcon. Who are you? We are the creators. What are you talking about? We created the whole world. What a surprise! You beat Deathborn, who was our best creation. Your best creation? So, it was you who set up everything, but why? To tell you the truth, there are no universal forces. What? Now you have become the champion of the two grand queens. We'll take out your soul from your body and turn it into our creation. Are you ready? Come off it. You think you can beat me? No way! Also, so langsam trägt das Spiel wirklich sehr dick auf, oder? Die Geister, die die ganze Welt erschaffen haben, die Götter, die das ganze Universum erschaffen haben, einfach alles, haben sie gesagt. Dementsprechend auch die Naturgesetze, dementsprechend auch, naja, wie die Motoren funktionieren von F-Zero-Gleitern, die fordern Captain Falcon zum Rennen heraus und das Beste, seine Reaktion, ihr werdet mich nie besiegen, pa, als ob. Es klingt ja, als hätte, ich weiß auch nicht, irgendeine Schildkröte ihn zum Rennen rausgefordert. So reagiert er. Wird er auch langsam größenwahnsinnig? Tja, es liegt an uns. Bezwinge die Top-Geister. Fahre als Erster durch das Ziel. Es klingt halt wirklich so. Ein bisschen mehr so. Es klingt halt wirklich so, als ginge es darum. Wie sage ich das? Dass sie alles erschaffen haben. Aber ich glaube, ursprünglich, und es wäre auch sinnvoller, sie haben quasi die Unterwelt erschaffen und... Ich habe eine neue Kameraperspektive, auch ganz nett. Warte, wie ändert man das? Hat Gründe. Hat Gründe. Wie gesagt, dazu komme ich gleich noch. Ja, sie haben quasi so eine böse Welt erschaffen und sie sagten ja auch, Deathborn ist die Krone ihrer Schöpfung. Of course. Geht ja gut los, was? Und die Strecke hier sieht optisch so der Phantom Road aus dem Diamant Cup sehr ähnlich. Also ist dieselbe grafische Aufmachung. Und ja, das Witzigste oder die Herausforderung hier bei dieser Strecke, gerade im Story-Modus, die Herausforderung liegt halt darin, dass du nicht verwirrt wirst. Sprich, du sollst erkennen, wo es lang geht. Und die Drifts sind auch nicht ohne. So, das geht über 3 Runden. Wir haben den Geisterkollegen, der ist glaube ich sogar hinter uns. Wir müssen schneller als der sein. Das sind wir, wenn wir einfach nur normal fahren, meines Wissens. Also ich muss nicht mal boosten wie ein Verrückter. Das ist natürlich eine andere Strecke wie im Diamant Cup, vom Verlauf und so. Und im Hintergrund geht halt so viel ab, man verwirrt werden könnte. Ich werde es mir jetzt mal anschauen, ob ich wirklich boosten muss, ob der mich überholen will. Die Geister, die alles erschaffen haben, wenn die doch alle Materie sind, quasi jedes Fünkchen Atom, jedes Atom irgendwie, sei es Luft oder Materie. So sieht es ja auch aus, die haben ja quasi diese Strecke erschaffen, wenn du so willst. Doch ein bisschen Smash Brothers mäßig aus, so Meisterhand-Universum. Also ich mag den Style. Hier müsst ihr noch ein bisschen mit L ausgleichen, aber nicht zu viel, sonst fallt ihr runter. Und das ist eigentlich schon die ganze Würze hier. Seht ihr, ich muss nicht boosten, einfach die Strecke langfahren. Ah! Einfach, weil einfach, es ist einfach, ganz einfach. Ja, ohne abzubremsen das Ganze, hab mich noch gerettet. Der Geist holt auf, ich werde einen Boost mal setzen hier. Aber sonst ist nicht viel drin.
Ja, zum Ende. Erinnert mich zum Ende hin nochmal, Stoff zu geben. Ja, das Zusammenspiel zwischen Musik und visuellen Effekten, das darf nicht wahr sein, ne? Es ist schade. Aber ich kann schon mal verkünden, im nächsten Part gibt es den AX Cup. Die 6 Strecken vom Spielhallenautomat. Jawohl. Es hat nämlich alles funktioniert. Da können wir gleich noch im Detail drüber reden. Ich wollte es nur mal schon gesagt haben. Das ist auch der Grund, warum hier die Schwierigkeits gerade schwer und sehr schwer oder Master, Expert, wie auch immer, auch im Story-Modus freigeschaltet und geschafft ist. Nicht von mir. Sollte man es doch auf normal ebenfalls hinkriegen. Schade, da habe ich mich wirklich nervös machen lassen. Ein Stück weit. Ich kann confirmen, dass ich mich sehr lange sehr schwer getan habe in diesem Kapitel, als ich zum ersten Mal hier war, ganz einfach. Als Kind mit unschuldigen 14 Jahren. Spiel nämlich erschienen, da war ich 14. Oh. Hab's natürlich geschafft, aber das bedarfte schon einiges an Training. Gut, die anderen Kapitel war auch nicht ohne. Aber ich sag mal so, wenn du erstmal die Strecke grob kennst, weil ich will, dass ich hier einen L-Trigger antippen muss, dann geht das klar. Hier siehst du halt ein Momentchen nix, aber dafür passiert auch nicht wirklich viel. Okay, die sind ein bisschen gemein. So, nur die Ruhe. Ist einiges los auf dem Bildschirm, aber ich bin fast der Meinung, damals auf dem Röhrenfernseher sah das alles noch ein bisschen miteinander verschmolzener aus sogar. Irgendwie im Hinterkopf etwas, dass die Fahrbahn verschwindet. Aber ich glaube, das war Einbildung. Das hat sich mein Erinnerungsvermögen so ein bisschen... Kennt ihr das? Mandela-Effekt. Man stellt sich vor Sachen, die aber in Wirklichkeit faktmäßig überhaupt nicht sind. Das ist einfach nur Kopfsache. Das eigene Erinnerungsvermögen einem sagt, das war so, oh, obwohl es so nicht war. Geschafft! Endsequenz des letzten Kapitels, go! Yeah, Captain Falcon ohne Maske. Und manche ärgern sich jetzt bestimmt, dass sie nicht wissen, wie genau sieht er aus? Dreh dich doch mal um. Googelt einfach Captain Falcon without mask oder without helmet. Findet ihr. Gibt's offizielle Comics und so weiter und so fort. Er sieht relativ normal aus. Ich bin fast sogar der Meinung, lass lieber deine Maske auf. Falcon Punch! Ja, also bei einem Let's Play zu F-Zero GX muss man auf jeden Fall in Story-Modus zeigen. Das sind schöne Zwischensequenzen, die Story an sich ist ein bisschen mager, aber ist okay. Es ist vollkommen okay. Man hat ja das eine oder andere Kapitel, wo man diverse Charaktere noch ein bisschen sieht. Es ist schön gerendert, es ist ein nicer Soundtrack mit dabei. Und die Aufgabenstellung hat man sich auch bemüht, da innovativ zu sein. Zum Beispiel hier mit der Gang, mit der Bande oder mit dem... Ja, mit einer Bombe auf dem Dach oder dass du Jody retten musst aus einer geraden Strecke, wo sich die Tore schließen. Das war schon ziemlich nett. Natürlich ein paar Rennen mit dabei, aber das ist halt Standard. Das ist halt F-Zero. Ja. Ich bin der Meinung, man hätte sich sogar noch mehr einfallen lassen können, wenn man sich richtig hart brainstormig Gedanken macht. Aber ich bin dankbar für das, was wir bekommen haben. Nämlich, das ist immer noch sehr viel mehr als wie in den letzten 20 Jahren. Nee, okay, übertreibt man nicht. 15 Jahre.
Ja. So, wir haben auch den Rubin, Saphir und Smaragd Cup schon 2 bis 3 Mal gesehen. Den Diamant Cup einmal. Und der Plan für heute wird es sein, zusätzlich den Diamant Cup auf der allerhöchsten Schwierigkeitsstufe zu wagen und dabei zu failen wie nichts Gutes. Weil man kann, wenn man das Spiel sehr intensiv zockt, sich immer weiter perfektionieren. Ja, Translation German, Daniel Schäfers, Martina Daimel und Helge Friedrich haben, denke ich mal, eine ganz gute Arbeit geleistet. Zum Beispiel eben bei der ersten Zwischensequenz von Kapitel 9, die Geister sagen auf Englisch Deathborn, the best creation, die beste Kreation. Und die Deutschen sagen die Krone der Schöpfung. Ich finde, das war eine ganz gute Wortwahl. Manchmal gibt es ja Übersetzungen, die dann fehlgeleitet sind. Satoru Iwata als Producer. Fehlgeleitete Übersetzungen, weil die versuchen oft was anderes zu machen. Aber so zum Beispiel in diesem Spiel fand ich das immer ganz gut. Gelungen. Gute Arbeit, Nintendo und Sega auf jeden Fall. F-Zero kann sich immer noch sehen lassen, meines Erachtens. So, ein Danke geht raus an KevTim02, der mir sehr geholfen hat mit der ganzen Angelegenheit. Ich habe hiermit nämlich gar nicht mal meinen Let's Play-Spielstand, sondern einen Spielstand von jemandem, der hart gesuchtet hat und einfach alles freispielte. Wir hatten ja Anfänger, Standard und auf Expert den Rubin Cup. Aber es geht auch auf Master. Und zwar mit allen 5 Cups, okay? Und auch alle Fahrzeuge, wobei, das sieht man ja gleich. Den AX Cup, den spielen wir im nächsten Party. Strecken kenne ich überhaupt nicht. Null, noch nie gespielt. Weil von F-Zero, AX, AX, dem Arcade-Spielhallenautomat, oft genug durchgekaut. Da freue ich mich wirklich drauf. Es wird blind. Und ja, weil das doch einen eigenen Part verdient, auch wenn es, weil es, sag ich mal, 6 Strecken sind, also noch mehr, kommt das einen eigenen Part. So, und deswegen spielen wir heute die ultimative Blamage. Den Diamant Cup auf Master, dem höheren Schwierigkeitsgrad. Ihr habt ja alle Fahrzeuge freigespielt. Wir gucken uns im Shop und so auch noch in einem Special Part um. In dem ich die ganzen Charakterbeschreibungen und Biografien vorlese. Ja, Mr. Eat, das ist so ein bisschen Mario-mäßig angehaucht. Und auch die AX-Charaktere sind mit dabei. Dr. Clash. Deathborn, den kann man sich einfach freispielen, wenn du den Story-Modus schaffst. Dann kannst du ihn kaufen. Also den hatte ich früher auch, den Deathborn. Rainbow Phoenix ist so mitunter das Beste, glaube ich. Groovy Taxi. Das ist, glaube ich, sowohl ein Monkey Ball Easter Egg als natürlich das Crazy Taxi Easter Egg an sich. Also alle Gleiter. Und ich werde heute versuchen, mit Black Bull zu fahren. Ja, mit Black Shadow. Black Shadow ist, ich glaube, ich habe es überprüft. Die Kategorie Boost. Ja, ist am schlechtesten mit E. Versteht ihr? Aber, ich habe glaube ich nachgeschaut, das ist der einzige, der Boost auf E hat. Alle anderen haben A bis D. Das ist der schlechteste Booster. Auf dem Schwierigkeitsgrad denke ich, ist es auch okay. Dafür ist er halt sehr stark, also Body und Grip. Weil er halt auch sehr schwer ist. Ich würde den gerne mal fahren. Ich glaube, das ist eine ganz gute Blackball-Option. Und ich würde halt sehr gern. Gut, ich glaube nicht, dass wir das Interview machen können am Ende, weil wir einfach nicht gewinnen. Also ich bin schon bereit, jetzt hier abzukacken für das Allgemeinwohl. Dass man sich halt mal, ich sag mal realistisch, wenn du jetzt F-Zero oder Formel 1 oder so bestreitest, du bist ja nicht direkt Schumacher oder Vettel. Du bist ja eher so ein, wie hieß der? Trulli? Es gab mal einen, der hieß in etwa so. Ja, also diejenigen, die sich halt nicht immer um die ersten Plätze streiten, sondern um die Platz 20 bis 30. Und so sehe ich mich jetzt in diesem Cup. Mal sehen, wie es wird. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Mach ein bisschen Max Speed. Aber mit Black Shadow. Der meines Erachtens, wenn ich so überlege, ich bin bereit,
den Boost quasi außen vor zu lassen, wenn alles andere stimmt. Will aber auch herausfinden, warum. Ist es weniger Beschleunigung oder bringt das Nachteile mit sich? Wir schauen uns das mal an. Da geht's los, da geht's los. Ja, Maximum Speed, deswegen ein bisschen lahm. Oh, da. Ich hab kein. Wisst ihr, ich hab kaum Leben. Ich wollte mich nur ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen bei ihm. Also ein extra Leben hat man. Eines. Ein extra Leben. Mehr nicht. Ich dachte mir gerade so, oh, der steuert sich aber richtig gut. Richtig präzise. Der schleudert gar nicht. Ich mache extrem, er kommt ins Schleudern. Das war's. Ja, ich passe schon auf. Vielleicht eine schlechte Strecke, um das Fahrvermögen herauszufinden, aber wie gesagt. Ich probiere es einfach mal. Okay. Ich hätte ja gern mit euch noch ein paar mehr Fahrzeuge ausprobiert und gezeigt. Aber das ist halt einfach. Oh, warte! Das war Captain Falcon. Das geht natürlich nicht. Du kannst nicht den Helden besiegen. Meine Herren! Gut, das ist. Ich bin blöd, bin ich doch. Und den AX Cup möchte ich übrigens mit dem Rainbow Phoenix spielen. Der hat ja so sehr ausgeglichene, schöne Werte. Ach komm, das ist. Ich höre auf, Leute zu töten und mache jetzt einen auf Real. Ich bin jetzt ein ganz bescheidener Fahrer. Ich habe mich nur so diabolisch gesehen im Black Bull, versteht ihr? Ja, und wie gesagt, was neben dem F-Zero GX Story Modus halt nicht im Let's Play fehlen darf, alle Cups zeigen. Alten Let's Play fehlte mir der AX Cup, weil ich es einfach nicht wusste. Punkt 1. Naja, und davon ab hätte ich ihn eh nicht erreichen können, weil die Bedingungen dafür eigentlich, die sind mir ein bisschen sehr hart, das gebe ich zu. Na komm. Andererseits, das Besiegen von Gegnern? Nee, lass es. Komm, du fällst sie eh nur runter. Oder? Naja. Hab an die X-Attacke gedacht. Ich lass es! Ihr ruft es mir zu! Hör auf, du! Das ist aber, liegt jetzt nicht unbedingt an der Expertenklasse, sondern einfach, dass ich den Gleiter nicht gewohnt bin. Okay, ich schwöre, ich werde niemanden attackieren, so günstig die Situation auch ist. Denn sonst zieht sich die Partlänge zu sehr. Das geht doch nicht! So, und da gilt es, ich finde, da kann man das schon mal machen, sich einfach mal total zu blamieren, hätte ich fast gesagt. Samurai Goro hat direkt eine Attacke versucht, den hätte ich jetzt aber gerne eine mitgegeben, ne? Aber geschworen ist geschworen. Black Bull. Haben wir mal andere Kurse? Aber ich bin gut dabei, ja. Weil diese Strecke halt so relativ linear ist und wir sind auf Maximum Speed. Platz 1, ey. Krasser Gleiter. Nur Boost. Ich rechne damit, wenn die anderen in den folgenden Runden gut boosten können. Und wir scheinbar nicht, weil Boost Kategorie E, Klasse E. Dann wird das ein Problem. Dann wird das wohl ein Problem. Verdammte Scheiße. Woran hängt's? Was ist falsch? Es gelten noch keine anderen Gesetze auf dem Schwierigkeitsgrad Master, oder? Wenn das zu sehr hart wird, dann überlege ich mir einen Plan B. Überleg doch mal, die anderen, ich kenne es sowieso. Der nächste Fail, bist du halt schon wieder raus. Keine Gnade im Master-Modus. Ist halt nur für die Leute, die richtig gut sind, die sich verdient haben. Bleib
bescheiden, bleib bescheiden, spiel den Darmstadt-Stil. Landesgefälligst optimal. Fahr einfach immer geradeaus, hm? Andererseits muss man schon schaffen. Ich stelle mich der Herausforderung. Aber was hat man da mehr davon, irgendwie die anderen Seiten zu fahren? Die haben ja auch Boost. Ist das kürzer? Bezweifelt. Probieren wir den Boost aus. Nee, jetzt nicht. Wenn er genauso funktioniert wie diese Beschleunigungsstreifen, dann ist es ja nicht irgendwie, dass wir total außer Kontrolle geraten oder so. Das hat einfach nur kurz und klein. So wie Black Shadows Was? Jetzt. Damit komme ich klar. Haut mich aber, ich behaupte mit Black Shadow. Könnte ich, wenn ich Zeit und Bock hätte, mich anfreunden und den Stil lernen. Damit fahren, weil... Ja. Boost ist nicht das Wichtigste. Denn der Boost sollte eh ein bisschen im Zaum gehalten werden. Gut, wir merken schon, dass es ein Handicap ist. Weil die anderen boosten und gute Nacht, ne? Okay, da merkt man es schon, aber trotzdem wäre mir das immer noch lieber, so zu spielen. Aber es liegt halt auch daran, dass wir auf Master spielen. Die lassen halt jetzt nichts unversucht. Ach! Was zur Hölle ist los? Muss also doch Captain Falcon das Ganze nochmal richten, ja? Ey, Black Shadow, ich hab's gut gemeint, so. Probier's mit Captain Falcon. Weitere Experimente machen gerade einfach keinen Sinn. Muss ich euch mal ganz ehrlich zugestehen. Das geht so nicht. Nein, nein, nein. Kann ich die Farbe noch ein bisschen? Ich kann mich schwarz machen. Oder mach grün. Ich mach erstmal schwarz und dann probierst du noch die anderen aus. Es sei denn, wir fallen auch so die ganze Zeit runter, dann wird's übel. So, mit Falcon habe ich doch wieder die Lizenz, oder? Das war Dark Schneider. Habe ich aber noch gar nicht richtig angesprochen, ne? Also, Deathborn. Die ultimative Schöpfung der Geister, die Welt erschaffen haben. Und der Fürst der Finsternis und der Hölle macht sogar Black Shadow übelst Angst. Und sein Fahrzeug ist der Dark Schneider. Da haben den Entwicklern mal wieder einfach ein deutsches Wort rausgepickt, das sich schnittig anhörte. Bin ich der Meinung. Fanden sie geil, haben sie benutzt. Dark Schneider. Bist du ruckzuck aus dem Schneider damit? Oder was? Ich bleib hier. Hier gefällt's mir eigentlich ganz gut. Aber mit Black Bull waren wir an der Stelle, Ende der ersten Runde, auf dem ersten Platz, nicht? Das merkt man schon. Dafür kann Captain Falcon besser. Boosted. Einmal mehr betone ich, es ist Gewöhnungssache. Aber als jemand, der erst Smash gespielt hat, bevor zu F-Zero GX kam, was sinnvoll ist, war schon immer auf der Seite von Captain Falcon. Ja, ich spreche es einfach aus wie ein Falken. Und ich bin auf dem letzten Platz, seht ihr das? Eiskalt. Nur weil ich ein paar gekillt habe. Alter Schwede. Ich gebe schon mein Bestes, aber guck mal trotzdem. Aber
im Ernst, ist ja der höchste Schwierigkeitsgrad. Die müssen ja wirklich auch alles mit einberechnen, wann Powerstreifen, dass die Energie komplett ausgereizt wird und so weiter. Das ist schon richtig. Also der Master-Schwierigkeitsgrad ist nichts für mich, ihr seht das. Also ich habe jetzt noch ein Leben. Egal wann ich das verliere, dann ist vorbei. Es mag übertrieben klingen, es sind jetzt kleine Fehler, die sich auf dieser Strecke eingeschlichen haben. Die anderen attackieren auch, ihr seht das. Ja, wahrscheinlich wirklich einfach eine Nummer zu groß, der Master-Schwierigkeitsgrad. Fortgeschritten, haben wir gerockt, ne? Noch Profi-Schwierigkeitsgrad. Ja, habe ich mit euch den ersten Cup gewonnen. Aber dieses Master, ja. Das wird nicht, also auch allein die wenigen Leben. Das macht's für mich auch nochmal. Das kommt obendrauf bei mir. Auf das Sahnehäubchen. Können wir mal kurz in den F-Zero Shop gucken. Hier bei Items zum Beispiel. Das sind die ganzen Kapitel. Natürlich sind die alle verkauft. Die AX-Strecken. Topgeister auf verschiedenen Strecken. Das alles wurde bei diesem Spielstand und Sound von Mute City und Big Blue. Da sind noch 1322 Sachen übrig. 1322. Weißt du Bescheid. Auch diese ganzen, du kannst ja die Autos quasi zusammenstellen selbst. Eben die ganzen kleinen Teilchen kaufst. Bauteile. Viel Spaß dabei. Und natürlich auch die ganzen Charaktere sind erworben worden. Habt ihr gesehen? Ja, hat ja super funktioniert. Also, auf Fortgeschrittenen gibt es den AX Cup im nächsten Part. Sorry, dass es jetzt nach dem Finale und so ein bisschen sehr mager wurde, aber ich habe gedacht, ein bisschen besser schlage ich mich schon. Ich sollte es aber so nicht anpacken, ganz im Ernst. Gut, ich hoffe trotzdem, Däumchen werden Träumchen und bis zum nächsten Mal. Ich bin sehr gespannt auf die Strecken, die ich noch nie gespielt habe. Bis dann und ciao.